meistens quer, weil die Gegend haben wir noch nicht so wirklich angeguckt. Und ja, dann zeige ich dir die Uni und das ganze Gelände. Ja, schön. Das ist offensichtlich ein Teil der New York University. Die New York University ist die größte private Hochschule der USA. So, hier ist ein anderer Park, der mitten in der Stadt ist. Der Washington Square Park. Im Sommer ist es hier richtig schön. Viele Menschen treffen sich hier, um Schach zu spielen, selbst im Winter, wenn es kalt ist. Ja, im Winter aber nicht so viele. Das stimmt. Das ist der Triumphbogen, dem Arc de Triomphe in Paris nachgebildet. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, der Triumphbogen da im Hintergrund, der wurde errichtet zum 100. Jubiläum der Vereidigung von George Washington. Und wir wissen von gestern, George Washington war der erste Präsident der USA. Ja, das sind so ein paar alte Häuschen. Ja. Ich kann echt froh sein, dass die Sonne um diese Jahreszeit überhaupt noch hier reinkommt. Normalerweise siehst du in die Jahreszeit kaum Sonne in den Häuserschluchten hier, aber das sieht schon gut aus. Wir haben die Jahreszeit, dass wir da Käse auch keine Sonne. Doch, haben wir. Ah, ja. So hinten, da ist die Institution Katz. Das ist also ein Restaurant, wo man offensichtlich hingehen muss. Katz ist ein jüdisches Restaurant, richtig? Ja. Ich erzähle nachher da drin was. Ja, hast du davon? Oder haben die jetzt erst aufgemacht? Nee, ich glaube, das ist einfach eine große Schlange, um da einzukommen. Nichts für uns. Es gibt so einige Dinge, die ich noch nie vorher gesehen habe. Wie zum Beispiel hier diese Pflanzung, die man überall in New York sieht. Das ist wie ein Kohlköpfe. Die Dinger, die sind offensichtlich frostunempfindlich. Und das sieht echt stark aus. Wir sind jetzt im Cooper Park. Cooper. Das sind so diese kleinen Oasen in der Stadt. Genau. Habe ich die schön formuliert? Ja, das ist sehr super. So, da haben wir das Empire State Building wieder. Das ist definitiv auch hier im Zentrum von Manhattan ein echtes Highlight, wenn man das aus der Distanz sieht. Hier muss man sich ganz schön den Kopf verrenken, um solche Häuser zu bestaunen. Bitte? Hier muss man sich ganz schön den Kopf verrenken, um solche Häuser zu bestaunen. Ja? Im Hintergrund wieder das Empire State Building. Das sind so die Kleinigkeiten, die einem in New York nicht ganz so stark machen. In der öffentlichen Bibliothek, zumindest mal von New York her gesehen, die größte.
Dafür steht er. Ich denke, ups, will er herkommen? Ich war schon hier von Anfang an.